Erneut guten Morgen. Heute haben wir wieder einen spannenden Tag vor uns. Wir werden gleich loslegen und uns neue Quests suchen. Das letzte Mal haben wir ja einige Quests abgegeben und somit einen schönen Level Boost erhalten. Wir sind inzwischen Level 17. Wir haben auch noch die Statpunkte zu verteilen. Das werden wir dann auch gleich noch machen. Ich habe jetzt vor, mal kurz die ganze Stadt abzulaufen, alle möglichen Quests einzusammeln. Ich habe mich vorhin kurz darüber informiert. Ich habe gesehen, dass wir einerseits zu den weißen Tigern müssen, andererseits bereits die schwarzen Tiger machen könnten. Die sind jedoch ein bisschen schwerer. Wir können in das Bandit Fortress rein. Dort sind die Bandits. Die haben wir das letzte Mal auch schon ein, zweimal getötet. Waren jedoch noch sehr schwer zu töten. Aus diesem Grund würde ich vorschlagen, dass wir uns auch schon die nächste Waffe kaufen. Die können wir auch direkt so kaufen. Dann seht ihr auch mal, wie man sich Ausrüstung in der Stadt holen kann. Inzwischen haben wir jetzt 3 Quests angenommen. Jetzt schauen wir, ob hier hinten noch welche sind. Oh, wir müssen sogar einmal noch Richtung Fair laufen, das heißt zur Fähre, die uns dann in das nächste Gebiet bringt. Dort etwas abliefern und dann die Nachricht wieder zurückbringen. So, dann schauen wir gleich mal nach, wie es mit den Quests aussieht. Wir haben hier zwischen alle gemacht. Diese fehlt uns noch, hier sind leider keine Informationen vorhanden, somit müssen wir jetzt raten, wo man die annehmen kann. Wir haben diese angenommen, diese haben wir angenommen, diese fehlt uns noch. Schauen wir gleich danach vorbei, beim Rauslaufen, die haben wir und diese haben wir. Perfekt, dann schauen wir gleich mal in den rechten Stadtteil vorbei. Ob wir da was finden. Wir verteilen inzwischen auch den Statpunkt, den wir das letzte Mal noch erhalten haben. Wiederum alles auf Stärke. Inzwischen haben wir schon 1153 Leben. Kommt uns natürlich sehr zugute. Hier haben wir schon mal keine Quest zum Annehmen. Hier idem nicht. Hier ist auch keine ersichtlich. Dann schauen wir nochmal rasch hier hinten. Hier ist auch keine erhältlich. Wo könnten wir sonst noch schauen? Es gibt da natürlich noch eine Seitenstraße, wo es möglich wäre, dass etwas zu finden ist. Wir könnten aber auch mal hier versuchen, wenn wir Glück haben. Nee. Da ist nichts, dann gehen wir gleich weiter und schauen dort nochmal nach. Bei diesen habe ich jetzt dieses Mal noch nicht nachgeschaut. Okay. Das letzte Mal habe ich einen kleinen Fehler begangen. Wenn ich anstelle des langen Weges zurück die Return Scroll eingesetzt hätte, hätte ich mir einiges an Zeit sparen können und wäre relativ schnell wieder in der Stadt gewesen und hätte dann jetzt über die Schnellreise wieder zurück an das Ort des Geschehens reisen können und wäre direkt dort wieder auferstanden und könnte gleich weiter leveln. Jetzt müssen wir jedoch die ganze Strecke nochmal laufen. Das werden wir jedoch ein wenig kürzen und dann schauen wir, wie weit wir kommen. So, inzwischen haben wir jetzt relativ gut alle Quests angenommen. Wir haben hier diese und okay, dann fehlt uns jetzt noch eine. Müsste somit bei diesem hier sein. Perfekt, so, wir haben alle Quests gefunden, das freut mich aber. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns gleich auf Richtung Blacksmith und reparieren noch unsere Rüstung. Das haben wir das letzte Mal nicht mehr geschafft. Heute werden wir auch mit jedem Level Up, das wir schaffen,
einen entsprechenden Level-up bei den verschiedenen Fähigkeiten machen. Somit werden wir jetzt mit der Zeit auch alles Mögliche entdecken und herausfinden, was wir dann noch brauchen. Zum Leveln, zum Kämpfen und so weiter. Somit wird es jetzt ein bisschen abwechslungsreicher. Wir verkaufen hier wiederum alles. Das Schildelixier hier werden wir jetzt gleich abgeben. Und zwar zeige ich euch auch gleich unseren persönlichen Speicher. Diesen finden wir immer im Stadtzentrum oder irgendwo in der Stadt. Und dort können wir das abgeben. So, dann ist das hier eingelagert. Kostet uns immer ein bisschen etwas einmalig beim Reinlegen. Danach ist das hier drin. Und dann gibt es hier 5 Seiten, die man entsprechend voll machen kann, je nach Belieben. Hier unten kann man natürlich auch Gold einlagern, so dass man nicht immer alles mit sich herumschleppt. Auch wenn das Gold jetzt kein Gewicht ist und so weiter, ist es trotzdem von Vorteil, das immer wegzulegen, sollte mal fälschlicherweise ein falscher Klick passieren und das Gold mit einem Klick hierauf abgelegt werden, dann könnte das jeder aufheben und man hätte es somit verloren. Im Speicher ist es, sagen wir mal, zu 100% sicher, da kann nichts passieren und somit ist es sicher von Vorteil, wenn man es dort ablegt. Ich werde mich jetzt ein bisschen beeilen und ganz schnell zum Levelspot laufen. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier. Wir legen mal gleich los und versohlen den ersten Banditen den Hintern. Wie ihr seht, diese sind jetzt grau, somit auf unserem Level. Sind allerdings immer noch sehr schwer zu töten. Mir fällt gerade auf, dass ich vergessen habe, mir die nächste Waffe zu kaufen in der Stadt. Wir sehen was mal nach und werden hier inzwischen den Buff der Akademie aktivieren. Dann seht ihr das auch mal. Wir haben diesen jetzt aktiviert und bekommen entsprechend für die nächsten 24 Stunden, bis wir diese 195 Punkte aufgebraucht haben, entsprechend mehr Prozente. Ich aktiviere hier nochmal die Geschwindigkeitsscroll und werde mich weiter in den Kampf stürzen. Des Weiteren müssen wir natürlich auch wieder in die Viererparty joinen. Das sollte jetzt sich auch nicht allzu schwer herausstellen. Die haben wir hier sogar eine offen. Wir joinen dieser in der Hoffnung, dass uns diese annehmen. Perfekt, hat geklappt. Somit sind wir jetzt in der Viererparty. Seht ihr hier am linken Bildschirmrand. Wir wählen dann auch noch die Quests aus, die wir noch zu erledigen haben. Bei welcher fangen wir an? Also, wir haben hier die Tiger Champions, die wir noch eliminieren müssen. Wir haben die Bandit Archer und das Stolen Sword. Perfekt. So, aus Erfahrung weiß ich, dass die Stolen Sword Quest relativ lange dauern könnte. Ich werde jetzt mal versuchen, das ein wenig zu beschleunigen. Solange ich hier nur immer auf die gleichen Monster einkloppe, werde ich alles ein bisschen beschleunigen und euch einfach im Zeitraffer den Kampf ein wenig beibringen. Wir sehen uns dann später, sobald sich irgendetwas tut. Wie immer, bis gleich. So,
Hier bin ich wieder. Wir haben hier einen Speer gedroppt, Level 16. Den werden wir gleich für den Kampf verwenden. Sieht natürlich ein bisschen schicker aus als der alte. Mit dem machen wir auch dementsprechend mehr Schaden und werden die Monster auch viel schneller bezwingen. So Leute, wir haben hier unseren ersten SOX-Drop. Wir haben ihn hier liegen. Ihr seht, es scheint ganz schön. Ich zeige euch dann später den Unterschied zu einem normalen Drop. Wenn wir den aufheben, schauen wir gleich mal nach, was wir gedroppt haben. Einen Hut, Seal of Star. Das heißt, dieser ist schon von Haus aus 5 Level höher als ein normaler Hut in diesem Level. Wir können den leider nicht anziehen, somit machen wir weiter und hoffen, dass wir etwas finden, das wir dann auch anziehen können. So, liebe Leute, hier seht ihr noch einen speziellen Monstertyp. Ein Elite Black Tiger. Diese Elite Monster spawnen in der Regel, wenn ein Unix spawnt und dieses attackiert wird, sind dann somit der Sekundärspawn und diese machen dann sehr viel Schaden und sind auch sehr schwer zu töten. Sie machen jetzt zwar nicht den Anschein danach, da der Giant, den habt ihr vorher im Bild rumlaufen sehen, mehr Schaden, also größer wirkt und stärker wirkt, jedoch macht dieser, glaube ich, sogar nur die Hälfte Schaden, die ein Elite-Monster verursacht. Somit werden wir einen kleinen Bogen darum machen. Ich habe auch gesehen, dass die Bandit Archer hier nicht als Questaufgabe zählen. Das ist jetzt natürlich sehr schlecht. Ich habe jetzt schon ein paar versucht zu pieksen, hat jedoch keinen Effekt gezeigt. Die Quest bleibt unverändert niedrig. Und wir werden dementsprechend schauen, welche Monster uns hier einen Vorteil geben und das Item bzw. den Zähler aktivieren. Auch vor diesem weißen Tiger machen wir einen kleinen Bogen, da auch dieser ein Elite-Monster ist und wir sonst eher daran verrecken würden. So, wir haben wieder ein Schmuckteil gedroppt, das können wir gleich anziehen, ist in diesem Fall eine Kette. Wir haben hier auch einen Black Tiger Champion, das seht ihr an der Hautfärbung, den werden wir uns jetzt gleich gönnen. Ich habe versucht an den Grafikeinstellungen einiges anzupassen, sodass ihr auch ein bisschen mehr vom Bild seht und qualitativ ein bisschen besseres Material erhält. Ich hoffe, das stimmt. Und ihr habt auch einen großen Vorteil davon. Wir werden hier die Festung jetzt wieder verlassen, in der Hoffnung, dass wir hier unten andere Monster finden. Hier haben wir zum Beispiel einen normalen weißen Tiger, Level 18. Die haben wir ja bei einer Quest gesehen, dass wir die auch noch töten müssen. 30 Stück insgesamt. Dann werden wir das gleich machen. Das sollten wir relativ schnell hinkommen. Wir machen hier einfach eine kleine Runde und begeben uns am äußeren Rand des Berges wieder Richtung Straße hinunter. Hier finden wir eigentlich alle Monster, die wir dann noch brauchen. Auch für die anderen Quests sollten wir hier alle Monster finden. Ich werde mal wieder ein bisschen vorspulen. Wir hören uns dann einfach
sobald die Aufgabe beendet ist. So, jetzt schauen wir gleich mal, was wir sonst noch alles gedroppt haben. Leider nichts, das wir jetzt gut gebrauchen könnten. Wir werden uns hier in den Kampf mit dem Tiger Party Mob stürzen und hoffen, dieses auch noch zu bezwingen. Während des Kampfes werde ich jetzt die Aufnahme für heute beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen und weiterhin hoffe ich, dass wir uns wiedersehen. Lasst einen Like da und folgt mir. Bis bald!